wir sind zurück bei Hertz. Und das war's für uns. Und den guten Dodge. Hat uns hier 3600 Kilometer quer durch Kanada gefahren. Auch wenn wir hier und da den ein oder anderen Witz gerissen haben. War ein okayes Auto. War in Ordnung, konnte man machen. Ja, wir bedanken uns hier bei dem Dodge. Bei Herz eher weniger. Aber ja, gucken, wie es weitergeht. Jetzt geht es für uns weiter zum Departure Terminal. Dann werden wir unser vieles Gepäck bei WestJet einchecken, wenn sie uns lassen, und dafür wahrscheinlich viel Geld bezahlen. Und dann geht es weiter zurück nach Toronto. So, wir haben gerade eingecheckt. Das funktioniert bei WestJet an solchen Automaten da drüben. Na, zum Glück eine nette, oder naja, nicht ganz so nette, aber kompetente Dame, die uns beraten hat bei der ganzen Geschichte. Ja, und sein Gepäck gibt man auch selber auf, quasi hier an solchen Automaten. Ah, da muss man hier vorher so ein Pack dran haben und dann wird das hier eingescannt mit den roten Linien. WestJet, ja, da versucht man halt so wenig wie möglich manuelle Aufwände noch drin zu haben und automatisiert möglichst viel weg. Ja, wirtschaftlich sinnvoll, vom Service her eher. Wir haben jetzt beide Boardingpässe bekommen, also sowohl für unseren Flug nach Toronto als auch den Weiterflug von dort nach Los Angeles. Wir haben noch, ich schätze so 2 Stunden bis zum Boarding. Das bedeutet also, wir können jetzt erstmal in Ruhe was essen gehen. Airport Frühstück bei Supper. Und es gibt ein Steak and Cheese mit viel Salat, leckeren Tomaten, Gurken. Ihr wisst schon, das Zeug mit den Vitaminen, das Grüne, was man hier normalerweise nicht isst. Und dazu einen leckeren Apfelsaft. Ah, Vitamine. Okay, wir sind durch die Seku. Das hat doch relativ gut funktioniert, obwohl es am Anfang ein bisschen gestallt hat. Haben sie dann noch ein paar Lanes aufgemacht und dann war es in Ordnung. Don't bring it back. Gekochte Mettwurst. Ja, ist nicht erlaubt zum Fliegen. Wir fliegen gleich ab vom Gate 26 mit WestJet. Da gucken wir mal. Ja, WestJet ist so eine von 2 größeren Airlines, die in Kanada aktiv ist, neben Air Canada. Und sollen aber beide nicht so geil sein. Was auch ganz witzig ist, es gibt hier einen Best Buy Express. Best Buy ist eine große Elektronikmarktkette, ähnlich wie Mediamarkt oder Saturn, nur noch ein Stück größer. Und hier kann man sich so Travel-Sachen aus dem Automaten ziehen. Also ich sag mal, Sachen, die man unterwegs braucht. Kopfhörer, Akku-Packs, USB-Charger im lokalen Steckdosenformat. Also ich sag, das ist ganz, ganz witzig. Allerdings initialized hier das System seit Ewigkeiten. Ich weiß nicht, ob man tatsächlich was kaufen könnte. Aber es ist gut, dass es das gibt. Wir haben gebordet. Das lief alles erfolgreich. Wir befinden uns in einer 737-600 oder 700, ich weiß nicht genau, was es ist, von WestJet. Ja, und unser Plan sieht vor, hier zunächst mal Nova Scotia zu verlassen und von Halifax nach Toronto zu fliegen. Und von Toronto aus begeben wir uns nach Los Angeles. Wir verlassen also de facto jetzt Kanada, denn wir sind ja schon in der internationalen Zone und reisen auch nicht nochmal nach Kanada ein. Und ja, wie bekannt ist, liegt Los Angeles in Kalifornien und das wird das Ziel sein für unsere nächsten anderthalb, 2 Wochen. Ein bisschen Sonne tanken. Und hier ist es zwar auch gerade ein bisschen sonnig, aber relativ kühl, schon recht herbstlich und keine 30 Grad, die in den nächsten Tagen für Südkalifornien angesagt sind. Klingt nach einem Plan, wa? Gehen wir's an. Wir sind gelandet in Toronto, erfolgreich mit WestJet. Draußen ist ekelhaftestes Wetter. Leider doch gar nicht so reibungslos wie gedacht. Wir sind zwar gelandet am Toronto Pearson International Airport, können hier aber nicht offboarden, weil es am Terminal einen Security Breach gab, eine Art Sicherheitsvorfall, nicht näher spezifiziert. Deswegen müssen wir zunächst im Flugzeug bleiben und der erste Offizier sagte, es kann möglicherweise ein Weilchen dauern. Das ist nicht so gut, weil wir in ungefähr 50 Minuten unseren Anschlussflug nach Los Angeles boarden müssen. Tja, due to weather conditions, as to be seen here, we have some delays, guys. Well, let's see about that. Ja, wir müssen zum Gate A, wir sind jetzt am Gate B. Wir müssen unser Gepäck nicht neu einchecken, da wir einen Connecting Flight haben mit WestJet. Und wir müssen auch nicht neu durch die Seku. Insofern haben wir jetzt wahrscheinlich noch so eine halbe, dreiviertel Stunde bis zum nächsten Boarding. Dann sehen wir zu, dass wir unser Gate finden.
Und hat sich bis dahin das Wetter verbessert. Tja, Fehleinschätzung. Entgegen meiner vorherigen Betrachtung mussten wir hier sehr wohl nochmal durch die Security. Das hatte aber jetzt weniger mit dem Layover zu tun, sondern damit, dass Toronto zu den Flughäfen gehört, wo im Ausland Immigration-Verfahren durchgeführt werden, durch die CBP, die US-amerikanische Grenzschutzbehörde. Und die haben uns jetzt quasi hier schon admitted. Und ich habe hier einen netten Stempel vom Department of Homeland Security und der US Customs and Border Protection Agency im Stempel, der es mir erlaubt, in die USA einzureisen. Meine Eindrücke bezüglich der Einreisen in die USA haben sich fortgesetzt, nämlich dass das zunächst mal deutlich weniger inquisitorisch ist als die Einreise nach Kanada. Sie wollte eigentlich von uns nicht viel wissen, außer was wir vorhaben in den USA zu machen. Das war aber dann mit Urlaub auch erledigt und wie lange wir bleiben. Und ansonsten war das eigentlich erledigt und wo wir danach hinfliegen. Da haben wir gesagt, back home to Germany, und da war das auch okay. In Kanada, die wollten deutlich mehr wissen, woher wir uns kennen, was wir beruflich machen und so weiter und so weiter. Also die Pläne haben, ob wir jemanden treffen wollen, ob wir was mitbringen, was wir in Kanada lassen, etc. pp. Das war hier mit 3 Fragen innerhalb von einer Minute erledigt. Also das war recht entspannt. Ja. Also ich persönlich fand bis jetzt die Einreisen nach Kanada immer deutlich strenger als die Einreisen in die USA. Wir fliegen dort vom Gate A14 und da bewegt sich noch nichts. Also wir sind hier in time, wie sich das gehört, und ist soweit alles entspannt. Wir holen uns jetzt noch eine Flasche Wasser. Im Übrigen, wir hatten eine sehr nette Stewardess, die in Deutschland aufgewachsen ist und die vor wenigen Monaten erst Leipzig und Dresden besucht hat. Und die hat sich mit uns auch auf Deutsch unterhalten, weil sie auf einer deutschen Schule war, und die war super nett. Und als sie erkannt hat, dass wir Deutsche waren, wollte sie uns gleich ein gratis Bier spendieren, was sonst irgendwie $7 kostet. Es gibt Probleme mit dem Wetter. Es ist hier ein ziemlicher Sturm über Toronto. Wir sind auch gerade durch eine sehr, sehr dicke Wolkendecke runtergekommen. Und es könnte durchaus sein, dass jetzt hier ein bisschen der Start verzögert ist. Das sehen wir noch. Ja, aber als wir zuletzt geguckt haben, vor ungefähr einer Viertelstunde, 20 Minuten, war es à l'heure, was französisch ist für zur Stunde, also pünktlich. Und ich gehe davon aus, dass das passt. Boarding mit WestJet mal wieder. Tja, mein ganzes Leben lang nie mit WestJet geflogen und dann jetzt zweimal innerhalb von einer Stunde, ha? A14. Wir haben im Übrigen gerade 2 Flaschen Wasser gekauft und 2 belegte Sandwiches für 35 kanadische Dollar. 35 kanadische Dollar. Das Sandwich hat 12,49 gekostet. Eins. Ich hoffe, das ist das beste fucking Sandwich, was ich je gegessen habe. Wir haben jetzt gebordet. Das Flugzeug ist eine Spur größer als das gerade eben. Ich will nicht unbedingt behaupten, dass es bequemer ist. Und es ist vor allem nicht voller. Ha? Die Leute haben große Mühe, hier überall ihr Check-in-Luggage, ihr Carry-on-Luggage unterzubringen. Und es gibt hier ein bisschen Gerangel und Schubse. Naja, das ist zu viel gesagt, aber es ist etwas chaotisch und etwas unbequem derzeit. Wir sind jetzt hier wieder in der Exit Row. Und hoffen, dass wir da die Beine ein bisschen ausstrecken können, denn der Flug geht 5,5 Stunden. 5,5 Stunden. Ja, ich hoffe, wir überstehen den Flug gut. Das ist der längste Kontinentalflug, den ich je gemacht habe. Ich bin nicht sehr scharf drauf, aber was tut man nicht alles für ein bisschen kalifornische Sonne. Tja, guten Morgen, guten Nachmittag oder guten Abend, je nachdem, in welcher Zeitzone ihr euch befindet. Wir befinden uns inzwischen in der Pacific Standard Time und blicken auf Los Angeles. Ich weiß nicht, ob ihr viel seht. Wir schauen nämlich ganz, 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 ganz viele Lichter, nachdem wir lange, lange über das dunkle Flyover Country geflogen sind. Ah, guten Abend, Los Angeles. Jetzt sieht man es vielleicht. Ja, der Flug an sich war eher nervig. Prinzipiell alles okay, wenig Turbulenzen. Service für einen WestJet-Flug war in Ordnung. Mehrfach Getränke bekommen, auch mehrfach Brezeln. Wir kommen hoffentlich gleich an, landen sicher am Los Angeles International Airport und von dort geht's weiter. Aber ich freue mich sehr drauf, wieder nach LA zu kommen. Der LAX und natürlich auch Los Angeles selber haben für mich persönlich eine ganz besondere Bedeutung, denn ich habe vor ziemlich genau 6 Jahren und 3 Wochen hier zum ersten Mal amerikanischen Boden betreten. Es wird mir also lange, lange in Erinnerung bleiben. Mein Leben lang sicherlich, und deswegen ist es auch ein besonderer Moment, wieder hier zu sein. Ja, wir sind auf dem Weg, unser Gepäck zu holen,
Wir hoffen, dass wir jetzt nicht nochmal irgendwie durch eine Secondary müssen oder nochmal irgendwie eine Zollerklärung machen oder so. Ich sollte aber eigentlich mit der Einreise in Toronto alles erledigt sein. Oh, die Universal Studios. Get ready for an ultimate experience. Ja, das ist auch schön. Sehr empfehlenswert. Schaut auf den Blog, da gibt es einen ausführlichen Bericht darüber. Das war nice dort. Genau, wir holen jetzt unsere Taschen, hoffentlich. Und dann hoffentlich unseren Mietwagen. Dann gucken wir mal, was es da Schönes gibt. Weder das Baggage Claim noch die Einreise als solche waren noch ansatzweise problematisch. Wir hatten innerhalb von einer Minute unser Gepäck. War vielleicht gut, dass wir nochmal auf dem Klo waren, aber es hat dann wirklich sehr on demand geklappt. Ja, und die Einreise war tatsächlich von den Proceedings her komplett in Toronto bereits erledigt. Also wir haben da unseren Stempelpass bekommen. Hier wollte weder jemand unseren Pass sehen, noch unsere Boardingkarte, noch sonst irgendwas von uns. Das war interessant. Also wir sind quasi in Kanada direkt in die USA eingereist. Auch mietwagentechnisch hat sich in den letzten 6 Jahren nicht so viel getan. Am LAX ist es nach wie vor so, dass die Mietwagenstationen nicht direkt am Flughafen sind, sondern ein paar Kilometer außerhalb. Und es gibt so Busse, wie hier den Hertz-Bus, die einen shuttlemäßig vom Flughafen zum Mietwagenparkplatz bringen und zurück. Und das sind wir jetzt eingecheckt und lassen uns zu Hertz fahren und verhandeln mal mit denen, dass wir ein ordentliches Auto kriegen. Jojo, wir sind bei Hertz angekommen und haben hier unseren, naja, Mietwagen bekommen. Es handelt sich um einen Camaro Cabrio. Allerdings ist das gute Stück in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Also es sind unendlich viele Kratzer an dem Ding. Er hat gerade mal 15.000 Meilen runter und sieht schon sehr, 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 sehr zerstört aus. Ja, oh. Hier sind total viele Kratzer, Spoiler ist zerkratzt. Hier ist eine Delle in der Tür, ich weiß nicht, ob man es sieht. Und hier ist ein riesen Kratzer. Was haben denn die mit dem Auto gemacht? Mein Gott nochmal, hey. Ha. Bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob wir den überhaupt so nehmen können. Was ist denn mit dem SS hier drüben? Der ist doch schick. Oder hier ein Mustang 5.0, hm? GT V8. Tja, gute Frage. Im Übrigen sind wir hier in der Ultimate Section. Hier gibt es tatsächlich geile Karren, ja. AMG CLA 45, schönes Auto, gut 47i, ist ein bisschen untermotorisiert. Porsche Macan. 5er BMW, Mercedes SLK, also hier komischerweise alles, was in der Ultimate Section steht, ist deutsch. Wer hätte das gedacht? So, wir haben jetzt noch ein anderes Auto angeboten bekommen, das ist auf der 235. Da werfen wir mal jetzt einen Blick drauf, ob das less badly scratched ist, das Ding. So, wir inspizieren jetzt hier mal den anderen Camaro. Der hat eine California License Plate, der andere war aus Nevada. Und ich muss, oh Gott, nee, vorne sieht auch schon erstmal nie so gut aus. Aber der sieht, glaube ich, insgesamt besser aus. Sind vielleicht ungefähr 50% weniger. Ich würde sagen, wir nehmen den hier, ha? Naja, dann müssen wir uns mal das Luggage holen. Ja. Boah, wir haben uns aber mal ein bisschen die Autos angeguckt. Die waren alle in einem ziemlich beschissenen Zustand, so. Und der Camaro, den wir drüben haben, der hat gar nicht mal viele Meilen runter, 15.000. Don't be gentle, it's a rental, huh? So, es ist 0.39 Uhr Pacific Standard Time. Ja, also ungefähr früh um 4 für unsere eigentlich noch gerade biologische Zeit. Ja, und wir sind angekommen in unserem Airbnb. Wir haben gedacht, langer Tag, langer Flug, anstrengend, neue Zeitzone, neues Klima. Deswegen kann es ruhig eine Spur schicker sein. Wir haben hier ein sogenanntes Spa-Retreat gebucht. Das Ganze sieht dann so aus. Wir sind hier tatsächlich im Laurel Canyon in den Beverly Hills. Also in den Hills tatsächlich, oben in den Hügeln. Ungefähr 5 bis 10 Minuten vom Beverly Center entfernt. Und das Ganze ist ein Spa-Retreat, nicht zuletzt wegen dieser geilen Badewanne. Hier diese riesen Dusche, schön großes Bad. Und es gibt wohl auch noch eine Sauna. Ja, außerdem haben wir dort hinten noch einen beachtlichen, begehbaren Kleiderschrank. Ja, der hat hier Dimensionen wie eine Wohnung in Tokio. Ah, ungefähr so aus. Ist mir gerade aber alles auch relativ egal. Ich brauche jetzt erstmal einen großen Schluck Wasser. Ja, wenn man es wieder so ist, wenn man relativ viel fliegt, da hat man natürlich entweder nur kleine Portionen oder sehr, sehr teures Zeug am Flughafen. Deswegen haben wir jetzt gerade an der Tanke nochmal 2 große Flaschen Wasser geholt.
Und ein bisschen was von Wendy's. Ich glaube, wir waren noch nicht bei Wendy's. Deswegen hier ein neues Fastfood. Aber ich habe tierisch Durst. Und ja, jetzt heißt es dann für uns erstmal runterkommen, reinkommen in die neue Zeitzone, ins neue Klima, ausschlafen. Und dann gucken wir mal, ob und wie viel wir morgen von L.A. sehen, ob wir, oder ob wir einfach hier am Spa-Retreat bleiben. So far, so good. Wir genießen den Tag und sind mit Marrow Coffee unterwegs auf dem Mulholland Drive. Wir hoffen gleich eine schöne Aussicht auf die Skyline zu erhaschen. Das werden wir mal sehen, aber in jedem Fall ist es hier fahrerisch schon mal sehr, sehr nett.